Meine Damen und Herren, sie wird immer schöner, sie wird immer besser. Der Erfolg ist ungebrochen. Mit Bestürzung habe ich den Gazetten entnehmen müssen, dass sie eventuell ihre Kunstfigur Conchita loswerden will. Tötet, das kann ich nicht glauben. Ich bin bekennend verliebt in Conchita. Darf ich dir ein Gläschen anbieten? Sehr gerne. Ein Wein? Nein, gerne ein Wasser. Wasser? Ja. Sehr gerne. Nur Wasser? Ja. Nur Wasser heute, den ganzen Abend? Ja, ich fürchte. Weil du noch betrunken bist von deiner... Vorgestern. Von vorgestern? Du kommst gerade von einer Kreuzfahrt? Ja, ich komm, ja. Du warst Kreuzfahrt-Entertainerin. War es lustig? Ja, das war. Und es handelt sich um eine schwulen Kreuzfahrt. Mhm. Nur schwule Männer oder auch Lesben? Mhm. Nur Männer? Ja. Wie viele? Ich habe sie nicht gezählt. Nein, wie viele an Bord waren? Ach so, 3000. Hat. Nein, aber das interessiert mich, wie viele es waren. Also wie groß das Schiff war. Sehr groß, 3000 Passagiere. 3000? Ja. Also ein Riesen. 3000 Männer. Ja. Wo der Begriff in Seestechen eine neue Bedeutung bekommt. Es war ein Gag von einer Kollegin, die wollte, dass ich das sage. Es war mir selber peinlich, während ich es gesagt habe. Aber das heißt, Conchita war der einzige Wahnsinn. Entertainment Act oder gab es da mehrere? Es gab schon auch noch andere, aber ja, genau. Ich war einer von und denen. Muss das jeden Abend? Nein, Programm machen? Das ist wie Klassenfahrt. Da hat man einen Abend lang zu tun und den Rest der Zeit. aber wie läuft das dann ab morgens? Alle hacke dicht beim Buffet? Wieso? Oder? Ja, weil ja, ich schätze mal, durchgehend Party ist auf diesem Schiff. So stelle ich es mir vor. Aber es gibt doch sicher konservative Schwule, die keine Party haben wollen. Auch oder? Das, auch das. Die waren nicht da. Nächstes Mal kommt ihr bitte mit. Ja, gerne. Ja, ja gerne. Ja. Na, ich weiß nicht, ob ich für eine Gay-Kreuzfahrt... sehr gerne. Ich habe keine Berührung. Ich bin als Heteromann sehr in dich verliebt. Ich weiß. Du hast es geschafft, die kompletten sexuellen Normen dieses Landes auf den Kopf zu stellen, wofür dir nicht genug gedankt werden kann eigentlich. Ja. Und dann entnehme ich einem Interview von dir, ich weiß nicht, was in der Zeit oder in der Welt, wo auf einmal Conchita sagt, sie will Conchita loswerden. Das kannst du nicht machen. Ja, das ist ja auch absurd. Also eigentlich hätte das ja auch Tom sagen müssen. Aber tatsächlich ist es so, dass ich... ich langweile mich einfach schnell und ich langweile mich selbst am allerschnellsten. Und deswegen brauche ich eine stetige Veränderung und ja, irgendwann adios Conchita. Aber hast du eine Figur vor Augen, die du sein willst? Genau. Wird der Name Conchita auch gelöscht werden? Gibt es eine neue Identität? Das weiß ich nicht. Aber Conchita, dieses Kapitel wird dann abgehakt sein. Ja. Ja. Das wird aber wirklich viele enttäuschen. Ich meine, das ist ein Welterfolg. Oder? Mhm. Tom Neuwirth? Dafür bin ich ja auch sehr dankbar, aber das, ja. Wir können ein kleines Beispiel zeigen von diesem Welterfolg. Du bist vor kurzem aufgetreten in Sydney in der Oper. Und es sind wirklich, ist ein wahnsinnig schöner Rahmen. Und ich möchte das kurz mal zeigen. In der legendären Oper von Sydney. Schon ein, auch für dich erhebender Moment, oder? Das. Ja, um ehrlich zu sein, in der Situation weniger, weil da so viel zu tun war und man vergisst total im Moment zu sein. Man ist eigentlich ständig nur am Termine abarbeiten. Aber wenn ich es jetzt sehe, dann ich wusste natürlich damals schon, was das für ein Privileg ist, aber jetzt spüre ich einfach auch, Moment, ich habe da schon gesungen. Ja. Verlieben sich eher Frauen oder Männer in dich? Weil ich kann mir vorstellen, dass sich beide in dich verlieben können. Das kann ich nicht beantworten, ich weiß es nicht. Gibt es Frauen, die wo du das Gefühl hast, irgendwie die flirten dich an? Ja. Und ja, wie ist das für dich dann? Ich muss ehrlich gestehen, ich finde es lustig, wenn es irgendwie harmlos ist und nett gemeint ist. Ich war schon in Situationen, wo mir das ein bisschen zu ernst wurde. Wenn sie dir schon K.O.-Tropfen... Ja, die spüre ich nicht mehr. Aber ja, es gibt dann Momente, wo es zu nah ist.
Aber wenn es jetzt wirklich, um das abzuschließen, die Metamorphose zu Tom Neuwirth zurück wieder geht, dann du wirst Sänger bleiben. Du wirst Entertainer bleiben. Oder kann es sein, dass du umschulst auf Kältetechniker und in der Versenkung verschwindest? Du wirst schon zumindest im Entertainment-Bereich bleiben. Ich denke, ich werde definitiv im Entertainment-Bereich bleiben, aber nicht zwingend auf der Bühne und vor einer Kamera. Aha, Moment. Nicht zwingend auf der Bühne oder vor einer Kamera. Ja. Woanders sind Menschen im Entertainment-Bereich vorstellbar? Ich würde wahnsinnig gerne einen Film drehen und als Regisseur? Ja. Und okay. Bilder erschaffen und Schauspieler anschreien. Ah, da kannst du gleich mit Martina Gedeck anschreien. Die mag das voll. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du Menschen anschreist. Nein, das kann ich nicht. Du sagst doch dann, geh doch bitte darüber. Und ich sage, schau doch mal anders. Geh bitte darüber. Das ist das Allerherzigste. Aber stimmt das Gerücht, dass du den Liveball übernehmen wirst? Es gab dieses Gerücht, aber tatsächlich haben Gary und ich nie ernsthaft miteinander darüber gesprochen. Aber es wäre eigentlich, wenn man jetzt so deine Karriere bedenkt, eigentlich keine schlechte Wahl, das zu machen. Du bist weltweit bekannt, auch als Tom Neuwirth. Jeder kennt dich und der Liveball ist eine geile Marke. Warum das nicht für einige Jahre tun? Es ist nicht meine Marke und es ist nicht mein Baby. Und ich unterstütze den Liveball schon so lange, dass ich weiß, was das für ein Job ist. Und wenn du dafür nicht brennst, dann kann dieses Schiff nur untergehen. Und wenn du den Jägerball übernimmst? Dazu könnte ich mich überreden lassen. Du schaust sicher sehr gut aus in so einem Jäger-Outfit. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich war noch nie beim Liveball. Wie ist das eigentlich? Du solltest. So, 25. Jubiläum steht ins Haus. Ja? Es ja. wird sein Meisterwerk und ihr müsst zu diesem Ball kommen. Ja, ich würde gern. So. Aber wird man auch belästigt von Elton John und solchen Gestalten? Wenn du Glück hast. Eben, hier, Elton John hat dich geküsst. Da denke ich mir, das ist in Wahrheit so, wie man am Würstelstand von irgendeinem besoffenen Perückenträger, wenn man prominent ist, angequatscht wird. Sherman, das kennst du auch. Wie küsst Elton John? Sehr nass. Sehr wirklich? Nass. Ja. Sehr nass. Ist er sympathisch? Sehr. Ja. Sehr, ja. Es gibt auch Leute, die sagen, er ist nicht sympathisch. Zu dir wahrscheinlich schon. Weil zu mir war er entzückend. Und, ja. und ich, was ich an ihm mochte, hatte diese, I couldn't care less. Mhm. Ich bin jetzt da und ich mache mein Ding und... Du arbeitest zusammen mit dem Produzenten von Wanda fürs neue Album, richtig? Ich arbeite mit einigen Menschen zusammen. Unter anderem aber auch, kannst du dir vorstellen, mit der Band Wanda gemeinsam aufzutreten? Oder sind das zwei konträre Welten? Ich glaube, die sind ein bisschen zu cool für mich. Ich glaube, es eher umgekehrt. Nein, ich bin ein bisschen zu cheesy. Und glaubst du? Ja, die sind ein bisschen zu cool für mich. Ich stelle mir das schön vor. Ich stelle mir das auch schön vor. Ja. Ja, allerdings. Aber es kommt ein neues Album von dir. Das wird, das ist gerade im Entstehungsprozess. Ja. Das finde ich auch interessant. Ja. Erst das zweite Album. Ja, es ist mein zweites Album. Ja. Das ist wahr. Aber für mich erst eigentlich das zweite Album. Das erste zweite Album. Stimmt. Erst das zweite Album. Ja. Aber das erste zweite Album. Auch das ist wahr. Ja. Ja, tatsächlich ist es erst mein zweites Album. Aber für mich ist es mein erstes. Denn diesmal habe ich mich dazu entschlossen, selber zu schreiben. Ah. Das mache ich jetzt seit 2 Jahren. Ich bin auf was ganz Tolles draufgekommen. Ich kann wahnsinnig schlecht Songs schreiben. Deswegen habe ich jetzt Menschen um mich geschart, die meine Geschichten in Reime verpacken. Ah, das heißt, okay, du stehst vor diesen Menschen, erzählst die Geschichte. Genau. Und die reimen dann. So wie Kickl das für Strache macht. Umgedreht. Ja, ich meine, um es nicht zu vergleichen natürlich, nein. Weißt du, was ich meine. Wurdest du eigentlich von Sebastian Kurz gefragt? Weil Sebastian Kurz hat ja aus unterschiedlichsten Bereichen völlig unmotiviert Menschen angefragt, ob sie für seine Liste kandidieren wollen. Oder von Kern, ich denke mir, da hast du politische... Ich bin jetzt ein bisschen beleidigt, dass ich nicht kontaktiert wurde. Nein, nicht wegen dir, nicht, dass du dich gemeldet hast, sondern dass er dich gefragt hat. Ja, warum wurde ich nicht gefragt? Ah, du wurdest nicht gefragt. Verstehe ich auch nicht. Wärst du gerne dabei gewesen? Es ist Zeit, eure Conchita? Nein, aber ich hätte mich gerne ein bisschen wichtig gemacht. Und gerne abgelehnt oder hättest du zugestimmt? Ja. Abgelehnt. Leider nein. Leider nein. Keine Zeit. Leider. Ja. Wie spät? Ist schon so spät. Leider keine Zeit. Aber... sehr interessant. Also ich darf... einen Nebensatz entnehmen, dass deine berufliche Richtung vielleicht in Richtung Regisseurin geht? Ja, vielleicht. Oder Fotografin? Endlich mal hinter der Kamera stehen. Tatsächlich, ja. Ja, es tut...
ich kann ja aus diesem Zirkus gar nicht weg, weil nur in so einer Umgebung wird ein Charakter wie meiner irgendwie toleriert und nicht als komplett wahnsinnig abgestempelt. Und deswegen kann ich ja aus dieser Branche gar nicht mehr weg. Aber ich glaube, so eine kurze Pause von alles ist, hängt an mir und alles muss von mir, wäre mal ganz nett, hinter der Kamera zu stehen. Ja. Ja. Und wenn du die Conchita aufgibst, könntest du mir dann eventuell Bart und Perücke leihen, damit ich als Conchita Grissemann in deinem Windschatten vielleicht eine neue Karriere starte. Sehr gerne. Ja, das würde mich freuen. Sehr gerne. Ich freue mich sehr, du wirst am Ende der Sendung gemeinsam mit Ruskaya Wanted More hier singen für uns. Darauf freuen wir uns schon sehr und ich glaube, dass du dich vielleicht jetzt freust, auch auf unseren nächsten Gast, mit der du über vielleicht auch Filme reden kannst, die du planst.